Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. 9. Kapitel. Gute Gemütsart der Abderiten und wie sie sich an dem Philosophen Demokritus wegen seiner Unhöflichkeit zu rächen wissen. Eine seiner Strafpredigten zur Probe. Die Abderiten machen ein Gesetz gegen alle Reisen, wodurch ein abderitisches Mutterkind hätte klüger werden können. Merkwürdige Art, wie die Nomophylax gryllus eine aus diesem Gesetz entstandene Schwierigkeit auflöst. Es ist ordentlicherweise eine gefährliche Sache, mehr Verstand zu haben als seine Mitbürger. Sokrates musste es mit dem Leben bezahlen, und wenn Aristoteles mit ganzer Haut davon kam, als ihn der Oberpriester Eurymedon zu Athen der Ketzerei anklagte, so kam es bloß daher, weil er sich in Zeiten aus dem Staube machte. »Ich will den Ateniensern keine Gelegenheit geben«, sagte er, »sich zum zweiten Mal an der Philosophie zu versündigen.« Die Abderiten waren bei allen ihren menschlichen Schwachheiten wenigstens keine sehr bösartigen Leute. Unter ihnen hätte Sokrates so alt werden können als Nestor. Sie hätten ihn für eine wunderliche Art von Narren gehalten und sich über seine vermeintliche Torheit lustig gemacht. Aber die Sache bis zum Giftbecher zu treiben, war nicht in ihrem Charakter. Demokritus ging so scharf mit ihnen zu Werke, dass ein weniger joviales Volk die Geduld dabei verloren hätte. Gleichwohl bestund alle Rache, die sie an ihm nahmen, darin, dass sie, unbekümmert mit welchem Grunde, ebenso übel von ihm sprachen als er von ihnen. Alles tadelten, was er unternahm, alles lächerlich fanden, was er sagte, und vor allem, was er ihnen riet, gerade das Gegenteil taten. »Man muss dem Philosophen durch den Sinn fahren«, sagten sie. »Man muss ihm nicht weismachen, dass er alles besser wisse als wir.« Und dieser weisen Maxime zufolge begingen die guten Leute eine Torheit über die andere und glaubten, wie viel sie dabei gewonnen hätte, wenn es ihn verdrösse. Zum Unglück verfehlten sie darin ihres Zweckes gänzlich, denn Demokritus lachte dazu und wurde aller ihrer Neckereien wegen nicht einen Augenblick früher grau. »Oh, die Abderiten«, rief er zuweilen, »da haben sie sich selbst wieder eine Ohrfeige gegeben, in Hoffnung, dass es mir wehtun werde.« »Aber«, sagten die Abderiten, »kann man auch mit einem Menschen schlimmer dran sein? Über alles in der Welt ist er anderer Meinung als wir. An allem, was uns gefällt, hat etwas auszusetzen. Es ist doch sehr unangenehm, sich immer widersprechen zu lassen.« »Aber wenn ihr nun immer Unrecht habt«, antwortete Demokritus, »und lasst doch einmal sehen, wie es anders sein könnte. Alle eure Begriffe habt ihr eurer Amme zu danken, und über alles denkt ihr noch ebenso, wie ihr als Kinder davon dachtet. Eure Körper sind erwachsen, und eure Seelen liegen noch in der Wiege. Wie viele unter euch haben sich die Mühe gegeben, den Grund zu erforschen, warum sie etwas wahr oder gut oder schön nennen? Gleich den Unmündigen und Säuglingen ist euch alles gut und schön, was eure Sinne kitzelt, was euch gefällt. Und auf was für kleinfügige, oft gar nicht zur Sache gehörende Ursachen und Umstände kömmt es an, ob euch etwas gefallen soll oder nicht? Wie verlegen würdet ihr oft sein, wenn ihr sagen solltet, warum ihr dies liebt und jenes hasset? Grillen, Launen, Eigensinn, die Gewohnheit, euch von anderen Leuten gängeln zu lassen, mit ihren Augen zu sehen, mit ihren Ohren zu hören und, was sie euch vorgepfiffen haben, nachzupfeifen, sind die Triebfedern, die bei euch die Stelle der Vernunft ersetzen.
Soll ich euch sagen, worin der Fehler liegt? Ihr habt euch einen falschen Begriff von Freiheit in den Kopf gesetzt. Eure Kinder von 3 oder 4 Jahren haben freilich den nämlichen Begriff davon, aber dies macht ihn nicht richtiger. Wir sind ein freies Volk, sagt ihr, und nun glaubt ihr, die Vernunft habe euch nichts einzureden. Warum sollen wir nicht denken dürfen, was uns beliebt, lieben und hassen, wie es uns beliebt, bewundern oder verachten, was uns beliebt? Wer hat denn ein Recht, uns zur Rede zu stellen oder unseren Geschmack und unsere Neigungen vor seinen Richterstuhl zu fordern? Nun denn, meine lieben Abderiten, so denkt und faselt, liebt und hasst, bewundert und verachtet, wie, wenn und was euch beliebt. Begeht Torheiten so oft und so viel euch beliebt, macht euch lächerlich, wie es euch beliebt. Wem liegt am Ende etwas daran? Solange es nur Kleinigkeiten, Puppen und Steckenpferde betrifft, wäre es unbillig, euch im Besitze des Rechts, eure Puppe und euer Steckenpferd nach Belieben zu putzen und zu reiten, stören zu wollen. Gesetzt auch, eure Puppe wäre hässlich. Und das, was ihr euer Steckenpferd nennt, sehe von vorn und von hinten einem Öchslein oder Eselein ähnlich. Was tut das schon? Wenn eure Torheiten euch glücklich und niemand unglücklich machen, was geht es andere Leute an, dass es Torheiten sind? Warum sollte nicht der hochweise Rat von Abdera in feierlicher Prozession einer hinter dem anderen vom Rathause bis zum Tempel der Latona Purzelbäume machen dürfen, wenn es dem Rat und dem Volke von Abdera so gefällig wäre? Warum solltet ihr euer bestes Gebäude nicht in einen Winkel und eure schöne kleine Venus nicht auf einen Obelisken setzen dürfen? Aber, meine lieben Landsleute, nicht alle eure Torheiten sind so unschuldig wie diese. Und wenn ich sehe, dass ihr euch durch eure Grillen und Aufwallungen Schaden tut, so müsste ich euer Freund nicht sein, wenn ich stille dazu schweigen könnte. Zum Exempel, euer Frosch- und Mäusekrieg mit den Lemniern, der unnötigste und unbesonnenste, der jemals angefangen wurde, um der albernsten Ursache von der Welt, nämlich um einer Tänzerin willen. Es fiel in die Augen, dass ihr damals unter dem unmittelbaren Einfluss eures bösen Dämons wart, da ihr ihn beschlosst. Allein alles half nichts, was man euch dagegen vorstellte. Die Lemnier sollten gezüchtigt werden. Und wie ihr Leute von lebhafter Einbildung seid, so schien euch nichts leichteres, als euch von der ganzen Insel Meister zu machen. Denn die Schwierigkeiten einer Sache pflegt ihr nie eher in Erwägung zu nehmen, als bis euch eure Nase daran erinnert. Doch dies alles möchte noch hingegangen sein, wenn ihr nur wenigstens die Ausführung eurer Entwürfe einem tüchtigen Mann aufgetragen hättet. Aber den jungen Aphron zum Feldherrn zu machen, ohne dass sich irgendein möglicher Grund davon erdenken ließ, als weil eure Weiber fanden, dass er in seiner prächtigen neuen Rüstung so schön wie ein Paris sei. Und über dem Vergnügen, einen großen, feuerfarbenen Federbusch auf seinem hirnlosen Kopfe nicken zu sehen, zu vergessen, dass es nicht um ein Lustgefechte ging. Dies leugnet's nur nicht. Dies war ein typischer Abderitenstreich. Und nun, da ihr ihn mit dem Verlust eurer Ehre, eurer Galeeren und eurer besten Mannschaft bezahlt habt, was hilft es euch, dass die Athenienser, die ihr euch in ihren Torheiten zum Muster genommen habt, ebenso sinnlose Streiche und zuweilen mit ebenso glücklichem Ausgang zu spielen pflegen? In diesem Tone sprach Demokritus mit den Abderiten, so oft sie ihm Gelegenheit dazu gaben. Aber
Wiewohl dies sehr oft geschah, so konnten sie sich doch unmöglich gewöhnen, diesen Ton angenehm zu finden. »So geht es«, sagten sie, »wenn man naseweisen Jünglinge erlaubt, in die weite Welt zu reisen, um sich ihres Vaterlandes schämen zu lernen. Und nach 10 oder 20 Jahren mit einem Kopf voll ausländischer Begriffe als Kosmopoliten zurückzukommen, die alles besser wissen als ihre Großväter und alles anderswo besser gesehen haben als zu Hause. Die alten Ägyptier, die niemanden reisen ließen, ehe er wenigstens 50 Jahre auf dem Rücken hatten, waren dagegen weise Leute. Und eilends gingen die Abderiten hin und machten ein Gesetz, dass kein Abderitensohn hinführ weiter als bis in den korinthischen Isthmus länger als ein Jahr und anders als unter der Aufsicht eines bejahrten Hofmeisters von abderitischer Abkunft, Denkart und Sitte sollte reisen dürfen. »Junge Leute müssen zwar die Welt sehen«, sagte das Dekret, »aber eben darum sollen sie sich an jedem Ort nicht länger aufhalten, als bis sie alles, was mit Augen da zu sehen ist, gesehen haben. Besonders soll der Hofmeister darauf bemerken, was für Gasthöfe sie angetroffen, wie sie gegessen und wie viel sie bezahlen müssen, damit ihre Mitbürger sich in der Folge diese ersprießlichen Geheimnachrichten zunutze machen können. Ferner soll, wie das Dekret weiter sagt, zur Ersparung der Unkosten eines allzu langen Aufenthalts an einem Orte der Hofmeister dahin sehen, dass der junge Abderite in keine unnötigen Bekanntschaften verwickelt werde. Der Wirt und der Hausknecht als an dem Orte Einheimischen kann ihm am besten sagen, was es Merkwürdiges dort zu sehen gibt, wie die dasige Gelehrten und Künstler heißen, wo sie wohnen und um welche Zeit sie zu sprechen sind. Dies bemerkt sich der Hofmeister in sein Tagebuch und dann lässt sich in 2 oder 3 Tagen, wenn man die Zeit wohl zu Rate hält, vieles in Augenschein nehmen. Zum Unglück für dieses weise Dekret befanden sich 2 abderitische junge Herren von großer Wichtigkeit eben außer Landes, als es abgefasst und nach alter Gewohnheit dem Volk auf den Hauptplätzen der Stadt vorgesungen wurde. Der eine war der Sohn eines Krämers, der durch Geiz und niederträchtige Kunstgriffe in seinem Gewerbe binnen 40 Jahren ein beträchtliches Vermögen zusammengekratzt und in Kraft desselben seine Tochter, das hässlichste und dümmste Tierchen von ganz Abdera, kürzlich an einen Neffen des kleinen, dicken Ratsherrn, dessen oben rühmliche Erwähnung getan worden, verheiratet hatte. Der andere war der einzige Sohn des Nomophylax und sollte um seinen Vater je bälder, je lieber in diesem Amte beigeordnet werden zu können, nach Athen reisen und sich mit dem Musikwesen daselbst genauer bekannt zu machen, während dass der Erbe des Krämers, der ihn begleiten wollte, mit den Putzmacherinnen und Sträußermädchen allda genauere Bekanntschaft zu machen gesonnen war. Nun hatte das Dekret an den besonderen Fall, worin sich diese jungen Herren befanden, nicht gedacht. Die Frage war also, was zu tun sei, ob man auf eine Modifikation des Gesetzes antragen oder beim Senat bloß um Dispensation für den vorliegenden Fall ansuchen sollte? Keins von beiden, sagte der Nomophylax, der eben mit der Komposition eines neuen Tanzes auf das Fest der Latona fertig und außerordentlich mit ihr zufrieden war. Um etwas im Gesetze selbst zu ändern, müsste man das Volk deswegen zusammenberufen. Und dies würde unseren Missgünstigen nur Gelegenheit geben, die Mäuler aufzureißen.
Was die Dispensation betrifft, so ist zwar an dem, dass man die Gesetze meistens um der Dispensation willen macht, und ich zweifle nicht, dass der Senat uns ohne Schwierigkeiten zugestehen würde, was jeder in ähnlichen Fällen Kraft des Gegenrechts fordern zu können wünscht. Indessen hat doch jede Befreiung das Ansehen einer erwiesenen Gnade. Und wozu haben wir nötig, uns Verbindlichkeiten aufzuhalsen? Das Gesetz ist ein schlafender Löwe, bei dem man, solange er nicht aufgeweckt wird, so sicher als bei einem Lamme vorbeischleichen kann. Und wer wird die Unverschämtheit oder die Verwegenheit haben, ihn gegen den Sohn des Nomophylax aufzuwecken? Dieser Beschirmer der Gesetze war, wie wir sehen, ein Mann, der von den Gesetzen und von seinem Amte sehr verfeinerte Begriffe hatte und sich der Vorteile, die ihm das Letztere gab, fertig zu bedienen wusste. Sein Name verdient aufbehalten zu werden. Er nannte sich Gryllus, des Zyniskus Sohn. Sie hörten Geschichte der Abderiten, 9. Kapitel. Eine merkwürdige Art, wie der Nomophylax Gryllus eine aus diesem Gesetz entstandene Schwierigkeit auflöst. Sprecher Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.